Ich habe jetzt schon ziemlich viele Fragen dazu bekommen. Hey, Onkel Jan, wie hast du diesen Griff gemacht? Ja. Beispielsweise, wie geht das? Wie macht man das? Ja, da gibt es mehrere Herangehensweisen. Ich habe diese Idee, die ist nicht von mir. Die ist, tatsächlich habe ich das auch nur von Jimmy DeResta abgekupfert vor ein paar Jahren. Und damit willkommen zurück zu einem Sonntagsvideo hier aus der Stahlschmiede aus Friesland. Ich habe gerade die Esse angefeuert. So, die wärmt hier langsam vor sich hin. Kommt langsam auf Temperatur. Ich werde gleich ein bisschen Eisen zurecht machen. Jetzt könnte ich natürlich beigehen, dass ihr hört das Rauschen. Ja, ein Kohlenfeuer ist natürlich schön leise. Da muss man dann nicht so bald brüllen. Das ist ganz klar. So, jetzt gucke ich gerade. Jetzt könnte man das Ganze natürlich aus einem Stück Vierkantstahl machen. Das wäre das Einfachste. Die allereinfachste Lösung. Aber ihr wollt mich ja schwitzen sehen. Dementsprechend werde ich das Ganze aus einem Stück Wurfmaterial machen. Ich bin im Gucken, ich habe irgendwo noch ein Stück Vierkantstahl. Nö, finde ich gerade nicht. Habe ich irgendwo hingepackt. Frag mich nicht wohin. Ist irgendwo hier in den Tiefen des Universums des Regals. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt probieren, das Ganze mal aus einem Stück Rundmaterial zu machen. Das heißt, ich schneide mir hier, ich habe hier eine schöne Welle. Da schneide ich mir ein Stück von ab. Und dann versuche ich das mal in Vierkantform zu bringen, das ein bisschen auszustrecken. Und daraus dann quasi diesen schönen Griff zu machen. Mit Handwerkszeugen. Ja, ein bisschen. Ja, Bügelsäge vielleicht, Winkelschleifer vielleicht, mal gucken, aber ich habe ja auch Meißel und so. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein Stück Vierkantstab machen in der Esse. Die kommt jetzt auf Temperatur und dann geht das los.
Wenn ihr das Problem haben solltet, dass euch die Gasflaschen einfrieren beim Schmieden, während ihr die eure Gasesse betreibt, Maurerkübel, Wasser rein, das taut die Flasche auf, da kommen gleich nochmal 20 Liter rein, bringt eine ganze Menge. Das können wir jetzt abkühlen lassen. Kommen die Lenkschnitte rein. Mehr Schnitte. Jetzt ist es relativ simpel. Man kann es mit der Bügelsäge machen. Einfach hier ein paar Einschnitte reinmachen. Auf der Seite und dann auf der gegenüberliegenden Seite. Nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. Sonst funktioniert der Trick nicht. Gegenüberliegend einschneiden. Immer bis zur Linie. Und dann kriegt man diese schöne Würfeloptik hin. Dann sieht das so aus. Macht euch nicht zu verrückt, wenn da ein bisschen was gegenüberliegend einschneidet oder halt auf der anderen Seite einschneidet. Es fällt später nicht mehr so stark auf. Bin gespannt, ob es klappt. Schwierigkeit ist jetzt, ich mache es jetzt wieder warm und dann muss ich es hier im Schraubstock verdrehen, weil ich habe da hinten noch keinen Schraubstock. Kriegen wir aber hin. Kann man so schon lassen.
So sieht es jetzt aus. Wenn ihr jetzt ein bisschen Messingfarben haben wollt, das ganze Ding ist auch warm. Geht einfach mit der Messingdrahtbürste rüber. Kriegt ihr so einen schönen Messingschimmer dazu. Sehr cool. So. Kann man doch so machen, oder? Und das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen... Das ist jetzt vom... Griffverhalten ist das vielleicht hier und da noch ein bisschen scharfkantig. Wenn du dann mit der Topfbürste im Winkelschleifer da noch drüber gehst, dann kriegst du die ganzen scharfen Kanten, kriegst du schön abgerundet, kriegst auch eine schöne Optik hin. So, und dann bleibt es dir vollkommen frei, was du machst. Ob du jetzt dann quasi dann hier die Enden, die du dann hast, ich hätte sie vielleicht ein bisschen länger lassen können, dann einfach die ein bisschen weiter austreiben, umbiegen. Und dann halt mit Befestigungsloch oder du bohrst hier Löcher rein, machst ein paar Rundstäbe dran, wie ich das bei dem anderen Griff gemacht habe. Und dann kannst du damit dann loslegen. Oh, so. Warm. Ja. So einfach ist das. Hab den gerade immer ins Wasser geworfen. Und ja, auf die Art und Weise kann man dann halt so einen schönen Griff herstellen. Ne? Dann hast du diese schöne Würfeloptik drin. Fässt sich schön an. Gut, der hier ist jetzt klein. Bisschen klein geworden, aber gut. Ich musste mich ja auch quälen und musste unbedingt die dicke 40 mm Welle nehmen und daraus dann jetzt halt dieses Werkstück dann herstellen. So, mal gucken, wo habe ich denn... Ich habe mein Knopfmaß schon wieder auf Wanderschaft anscheinend. Kann euch dementsprechend... So, was haben wir da jetzt von 40 mm auf 12 mal... Aber akkurat 12x12. Also 12x12. Akkurat. Sehr schön. Man soll sich wundern. Ja, so kann das laufen. Nicht? Gas esse, ich bin immer noch beim Feintuning. Ich habe noch nicht so ganz die Feuerschweißtemperatur erreicht. Ich muss vielleicht auch noch mal ein bisschen an der Isolierung arbeiten oder vielleicht werde ich doch noch irgendwann noch mal... dazu übergehen, mir eine Esse von Schmiedeglut oder von Angele oder wem auch immer nochmal zu besorgen und da mal den Pharosbrenner reinschmeißen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Isolierung in meiner Esse einfach Fratze ist oder halt nicht ausreichend genug. Ja, so viel dazu. Das war jetzt meine schöne Sonntagsspielerei. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen Schmieden. Und ihr seht, es ist jetzt so warm. Kaminofen und Esse zusammen machen hier zusammen T-Shirt-Temperatur. Da kann man wunderbar mitarbeiten. Ach, guck, da ist mein Knopfmaß. Siehst du? Da muss es hin. So. Ja, ich wünsche euch einen schönen Restsonntagabend und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder mit neuen Videos, mit neuen Schandtaten und wie es dann am Trecker weitergeht und so. Werden wir sehen. Nicht? Ich denke mal, dass ich Anfang nächster Woche die Segelstation weiterbaue. Bis dahin, macht's gut. Euer Onkel Jan. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss.